So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Kongo, Descent into Zinj. Es basiert auf dem Film Kongo, der 1995, glaube ich, in die Kinos kam. Ich spiele bloß gerade ein wenig rum. Und ist ein Render-Adventure. Und die Marlene, ne, die ihr alle kennt, die ist schon eine ganz ausgefuchste. Sie hat jetzt die ganzen tollen Render-Adventures gespielt und hat mir damit auch Appetit gemacht, selbst mal wieder eins zu spielen oder überhaupt mal eins zu spielen, Let's Play-mäßig. Und da fiel mir halt mal Kongo ein, was ich in meiner späten Jugend doch relativ gern gespielt habe, das Spiel. Auch wenn es eigentlich nicht wirklich so super toll ist und auch sehr kurz ist. Aber es hat eine schöne Atmosphäre gehabt und war auch etwas unheimlich, hat auch ein paar schöne Puzzles gehabt, jedenfalls in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte wurde es ein bisschen absurd mit den Puzzles. Ich sag nur Labyrinthe. Und sonst, ja, war es das eigentlich alles, was ich jetzt großartig dazu sagen kann. Wir starten das Spiel gleich. Es ist die englische Version übrigens, weil ich habe zwar die deutsche auch zu Hause, aber nicht hier. Das heißt, ich musste mir diese hier auf andere Umwege besorgen. Sie hat auch keine Untertitel, das heißt, ich muss euch das dann erzählen. Es ist nicht viel Dialog dabei, es ist vielleicht 5, 6 Dialoge, und die kann ich euch im Nachhinein zusammenfassen, weil die auch relativ kurz sind. Und es war übrigens eine Riesenqual, dieses Spiel zum Laufen zu bringen, weil Kongo ein natives Win311 bzw. Win95 Spiel ist. Das heißt, unter Windows XP, Windows 7 läuft das gar nicht mehr. Unter DOSBox auch nicht. Deshalb musste ich über DOSBox erstmal Windows 3.11 installieren, was ohne Probleme geht. Und dann im emulierten Windows 3.11 Kongo installieren und dann das daraus starten. Hat super funktioniert, läuft auch super. Einziges Problem ist, ich habe nur Sound Blaster MIDI, nicht den guten Roland oder General MIDI. Sozusagen. Das heißt, die Musikqualität ist nicht die super beste, sondern ja, halt nur auf Adlib Soundblaster Niveau, leider, Soundblaster 16 Niveau. Ich hoffe, es stört euch nicht. In die Game Options müssen wir nicht rein. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und starten das Spiel. Glad you could make it. Met you in person, but security these days, you know how it is. How's life, Jack? Cut the crap, Travis. Life bites and I'm broke. Now what's the damn mission? The mission? I drop you into the Congo and you do what you're told. Wrong. I don't play that anymore. I'm not walking in blind, not for any amount of money. This might interest you, Jack. What the hell was that? It's what wiped out the first team, and it may have hit Karen's team. God only knows what it is. We lost Karen's comm feed 2 hours ago. Karen? Karen Ross. Oh, you trained her, didn't you? She's turned into quite a field op, almost as sharp as you used to be. Good for her. She's out there, Jack, in the heart of the Congo. She needs help. What did you do? Send her in without a support team? I can't tell you anymore right now. You'll get the mission brief after you hit the ground and pick up your supplies. Hold on, Travis. You haven't told me a damn thing. You think I'm gonna hack my way into the Congo on faith? There won't be any hacking, Jack. You're flying it. I'm too old for this. So, da sind wir auch schon gelandet im Kongo. Übrigens hat die Story des Spiels nicht allzu viel mit dem Film zu tun. Also es ist die relativ gleiche Grundprämisse, aber die Ereignisse, die dazu führen, wie das sich zuträgt, sind komplett anders. Auch den Typen, den wir jetzt spielen, diesen Jack, den gibt es im Film überhaupt nicht. Aber die Grundprämisse ist halt die gleiche. Ein Team von diesem Travis, den wir gerade gesehen haben, unseren Boss, ist in den Kongo aufgebrochen, um Diamanten zu suchen, um diese für Kommunikationssatelliten zu benutzen. Diese wurde allerdings überfallen, diese Operation, von irgendwelchen Viechern, wie wir gesehen haben, wo wir nicht wissen, was es ist. Und wir sollen jetzt hinterherkommen und sie retten und auch unsere alte Schülerin retten, dessen Namen ich gerade vergessen habe, um Gottes Willen. Ja, jedenfalls ist sie da draußen, Karen Ross, genau, Karen Ross, unsere Protégé. Sollen wir auch noch gleichzeitig retten und natürlich den Diamanten, alles dazu sozusagen. Und wie gesagt, die Schauspieler sind auch andere. Im Film sind das komplett andere Schauspieler, die Travis und Karen spielen. Aber dazu später mehr. Jetzt sind wir hier im Dschungel erstmal. Noch haben wir gar nichts hier in unser schickes Messer. Und im Dschungel können wir uns, wie gesagt, bewegen, wie in jedem Renderspiel, in alle Himmelsrichtungen. Das Coole an diesem Spiel ist, dass man, wenn man sich bewegt, auch Bewegungsanimationen hat.
So, ich guck mal kurz um. Hier ist nichts. Hier ist das Wasser, wo wir nicht weiterkommen. Wir brauchen nämlich ein Schlauchboot. Hier können wir erstmal in die Pampa gehen. So, durch den Dschungel. Wir kriegen später eine Karte noch, keine Angst. Wir sollen jetzt erst unseren Führer finden, der uns helfen soll. Ah, da ist unser Equipment. Stuck. Das ist natürlich verkantet, deswegen versuchen wir es mal mit dem Messer aufzubrechen. Damn, that was my favorite knife. Ja, ist ja ein tolles Überlebensmesser, ist gleich kaputt gegangen. Und hier ist die ganze Ausrüstung, das nehmen wir uns mal alles mit. Den Fotoapparat, der Symbole erkennt, unser tragbares Kommunikationsgerät. Und wir kriegen gleich eine Nachricht. Welcome to the Congo. What is this thing? Travicom Field Workstation. Standard issue. Use the sat map to track Karen's homing beacon. Sat map? What kind of high-tech garbage? It'll help you find the diamonds. Diamonds? There's an ancient diamond mine near the Virunga volcanoes. We picked up mineral traces a month ago. Karen was after the source. I thought your treasure hunting days were over. Not treasure, Jack. Technology. This mine is the world's only source of Type 3B diamonds. Pass a laser through a 3B, and you can send data on 12,000 channels. If we can get a whole diamond, a clean sample, and duplicate it, Travicom dominates the telecommunications industry overnight. Sounds like you need a technician, not me. The technicians are in trouble, and that's what you're good at, isn't it, Jack? Trouble. One more thing. I've arranged for a guide to meet you downriver. He'll steer you around the local tribes. They don't like strangers on their sacred territory. Any more surprises? I'll be in touch. Houston out. Okay, ich habe jetzt ein bisschen was vorweggenommen. Also er hat jetzt gesagt, er will halt auch diese eine reine Diamantenprobe bekommen, um halt diesen damit den Kommunikationsmarkt für Travicom an sich zu reißen, sozusagen weltweit. Und jetzt sollen wir unseren Führer treffen, weil es gibt ja auch Stämme, eingebundene Stämme, die uns angeblich ans Leder wollen. Hier ist das Schlauchboot. Es wird leider nicht erklärt, wenn etwas im Inventar ist, können wir es nur noch anklicken, aber nicht angucken mit der rechten Maustaste oder so. Aber jetzt haben wir hier unsere Workstation, die wir uns anschauen können. Hier ist die Karte. This is the sat map. I must be the red blip and the blue arrow at the top of the screen. That's the way to Karen. Genau. Er hat gerade gesagt, wir sind der rote Punkt und der blaue ist wohl der Sender, den Karen trägt. Das heißt, wir müssen nach Norden gehen. Hier sind wir gestartet und hier sind wir gerade hingegangen. Das ist der Fluss. Das hier, das schwarze. Hier ist Landmasse und hier ist auch Landmasse. Hier können wir noch Kartenlayer überlegen. Kartenschablonen überpacken, haben wir aber leider im Moment nicht. Hier können wir Fotos machen und angucken später. Hier können wir auch Audio-Samples machen und hier können wir im Kommunikationsding können wir mit Travicom, also mit Travis quatschen, unserem Chef. Wollen wir im Moment aber nicht, deswegen ist das egal. Wir können noch einen File-Access, gibt es auch noch, in dem wir online auf Files zugreifen können. Ich lese jetzt das nicht vor, das ist eigentlich nicht wichtig. Ich klicke das bloß an, ihr könnt das Video pausieren und das anschauen und dann lesen, wie ihr wollt. Ich blätter das mal schnell durch. Hier geht es halt um diese Diamanten. So. Und so. Und der zweite Thema ist über Zaire und das Kongo-Becken, wo wir uns gerade befinden. Geschichtlich. So und so und so. Achso, es waren schon zwei Seiten. Also wie gesagt, wenn ihr das lesen wollt, Pause und lesen. Es ist nicht wichtig. Übrigens, der Film basiert auf einem Buch von Michael Crichton. Wollte ich bloß schnell sagen. Okay, das ist das hier. Jetzt können wir zurück zum Fluss gehen und mit dem Schlauchboot den Fluss hinauffahren. Fotos können wir noch keine machen hier. Das ist später erst zu nutzen. So, und los geht's. The heads-up display pointer will rotate when you approach a fork in the river. Move the pointer left or right to set direction of travel. Head right at the first river fork to reach the riverbank, where your guide will contact you. Gut, es wurde uns gerade die Steuerung erklärt. Wir sollen bei der ersten Biegung nach rechts fahren. Das machen wir natürlich auch. Falls wir falsch fahren, können wir auch in unser Unglück stürzen. Ja, man kann auch sterben hier. Kann ich ja später mal zeigen. Aber man wird meistens sofort zurückgesetzt auf den Punkt, wo man vorher war. Deswegen, das heißt, es ist eigentlich nicht schlimm. So, neue Transmission. What the hell do you think you're doing? Karen, it's been a while. This is my mission, Jack. You're not gonna screw it up like Panama. You haven't changed a bit. We don't need you. The comm breakdown was a false alarm.
Amy knocked over the camera. Amy? A gorilla. A talking gorilla. She uses sign language. A talking gorilla? Yes, a talking gorilla. And a better archaeologist than you ever were. She found a stone artifact in the ruins. It's radioactive as hell and practically indestructible. Listen, Karen, this mission is... This mission is for scientists, not cowboys. By the time you get here, we'll be back in Houston with the diamonds. Ross out. Ja, also die kleine Bitch. Jedenfalls, das war halt, wie gesagt, die gute Karen, unser ehemaliger Protégé. Und sie meinte halt, diese Kamera wurde halt von Amy umgestoßen, ihrem sprechenden Gorilla. Die haben nämlich einen sprechenden Gorilla mit, der Zeichensprache kann. Und mit einem Transponder oder einem Datenrucksack auf ihrem Rücken kann sie, durch diese Zeichensprache wird das halt in Akustik ausgedrückt. Das heißt, wenn sie noch zeigt, irgendwie sowas, ich liebe dich, dann sagt das Ding halt, ich liebe dich. Wenn man einen Film kennt, weiß man, was gemeint ist. Und sie hat wohl die Kamera umgestoßen, das war gar kein Monster und so. Und sie haben eine reine Diamantenprobe gefunden und wir sollen ja nicht in die Quere kommen, bla bla bla, kennt man ja alles. Wir machen es trotzdem natürlich, jetzt sind wir oben, wie gesagt, und schauen uns um nach unserem Guide. Und da ist unser Guide. Schläft wohl gerade. Poor guy never had a chance. Ja, wurde mit einem Giftpfeil erschossen. Gut, unser Kontaktmann ist tot. Ich würde sagen, wir rufen mal Travis an und sagen ihm mal die schlechte Nachricht. So. Connecting. Yes? I met your guide. Excellent. Ethan knows that area like the back of his... The locals got him. Blow dart in the chest. Damn. Well, it looks like you're on your own, Jack. Keep moving. Houston out. Ich weiß nicht, aber ich finde irgendwie cool, wie der Typ spielt. Ist richtig schön schleimig böse. Ja, wir haben gerade davon berichtet und er war sehr gekränkt davon. Jetzt sind wir auf uns selbst gestellt, meinte er. Gut, jetzt muss ich nochmal gucken, wie gesagt. Na genau, wir gehen mal nach Norden jetzt einfach mal. Anders geht's ja gar nicht momentan. Und schauen uns mal hier weiter um. Hier könnten wir wieder mit dem weiterfahren. Gibt es irgendwas zu holen? Ich glaube nicht. Ah, hier ist eine Schlange. Die können wir noch nicht, wir müssen hier nämlich durch, aber die Schlange würde uns töten. Ich kann einmal zeigen, was passiert. Wir einfach weitergehen. Ja, dann werden wir totgebissen. Game over. Das war's. Nein, natürlich nicht. Jetzt müssen wir uns wieder umdrehen. Da ist der Tote wieder. Und hier können wir noch nichts machen, wie gesagt, weiter. Das heißt, wir können erstmal weiterfahren. Ich muss kurz überlegen, wie wir jetzt fahren müssen. Ich glaube links und dann rechts. Okay. Probieren wir es mal. Kann sein, dass ich jetzt in unseren Tod fahre. Links und dann rechts. Ich weiß es echt nicht. Ist bestimmt falsch. Und jetzt rechts. Oder zweimal links? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich auch zweimal links fahren. Links vielleicht nochmal? Hey, wird immer mehr hier. Ich glaube, ich fahre im Kreis. Ach, jetzt bin ich in den Tod gefahren. Ja. Nochmal. Musste ich von Norden her fahren? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, ich glaube, ich musste von hier fahren. Probieren wir gleich nochmal. Diesmal fahren wir gleich zweimal nach rechts. Vielleicht klappt das ja besser. Ich glaube, da fahre ich im Kreis. Da fahre ich mal zweimal nach links. So, ich muss nämlich nach links oben auf die Landmasse kommen. Und nochmal links. Jetzt ist richtig, genau. Gut. Jetzt sind wir... Genau da. Wahrscheinlich bin ich vorhin so gefahren. Links, dann rechts und wieder links. Hier oben wahrscheinlich bin ich reingekachelt. Gut, machen wir weiter. Hier ist nichts zu sehen. Alles ruhig momentan noch. Ich mag die Atmosphäre des Spiels sehr gerne. Diese Dschungelatmosphäre. Ah, was haben wir denn da Schönes? Was das ist, ja, das werden wir uns mal in der nächsten Folge anschauen. Bis dato sage ich erstmal auf Wiedersehen und danke fürs Mitreisen. Bis dann.